Als nächstes kommt der schräge Aufprall auf eine ebene Wand. Schräger Aufprall, das stimmt, aber jetzt muss noch die Farbe. Schräger Aufprall. Gegeben ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Massenpunkt der Wand nähert, der Winkel Alpha zur normalen. Das sind die beiden Sachen, die gegeben sind. Die Wand ist eben eine ebene, glatte Wand. Ebene, vollkommen glatte Wand. Sodass das Ganze also reibungsfrei ist. Hier ist die normale zur Aufprallebene. Der Massenpunkt trifft mit der Geschwindigkeit V0 unter dem Winkel Alpha zur lotrechten die Wand. Wir bezeichnen die Achse z nach oben positiv, das heißt, die Anfangsgeschwindigkeit ist im Grunde negativ. Sie sind V0 mal Cosinus Alpha in der Minus z-Richtung. Und gesucht wird jetzt, unter welchem Winkel und mit welcher Geschwindigkeit V1 Winkel Beta prallt der Ball zurück, die Masse zurück, also V1 Beta sind gesucht. Wobei wir annehmen, dass im Stoß hier an der Berührungsstelle die Stoßziffer mit Epsilon gegeben ist. In der ersten Periode, die vom t gleich 0 bis t gleich dm dauert, bis zur maximalen Zusammendrückung, wirkt jetzt die Kraft zeichne ich jetzt so Anschein, die Kraft F wirkt von unten nach oben auf diesen Massenpunkt. Die Bewegungsgleichung lautet nun, auf die Masse m wirkt die Kraft F und erzeugt eine Beschleunigung z2-Punkt. M z2-Punkt nach oben ist gleich F. Die Gleichung integriert über t liefert mz-Punkt, und zwar z-Punkt von 0 bis tm. Wenn wir die ganze Gleichung jetzt über die Bewegungsseite über die Zeit integrieren. Und auf der rechten Seite steht das Integral f dt von 0 bis tm. Und das nennen wir den Stoßimpuls in der ersten Periode S1. Also noch einmal angeschrieben, jetzt die obere und die untere Grenze eingesetzt. M mal Z-Punkt zur Zeit dm minus Z-Punkt zur Zeit 0. Das muss gleich sein dem S1. Nun war das Z-Punkt zur Zeit 0 ja gleich minus V0 mal Cosinus Alpha, weil ja die Geschwindigkeit in die negative Z-Richtung weist.
Zum Ende der ersten Periode, also Z-Punkt zur Zeit Tm, muss die maximale Zusammendrückung vorhanden sein und da ist die Geschwindigkeit 0. Das ist das Ende der ersten Periode. Maximale Kompression. Maximale Kompression. Also wenn man das einsetzt nun, steht hier Z-Punkt M ist 0, 0 M mal Klammer, 0 minus minus V0 Cosinus Alpha ist gleich S1 oder S1 ist gleich m v0 Cosinus Alpha. Damit ist der Stoßimpuls in der ersten Stoßperiode bekannt. Nun kommt die zweite Periode. Die zweite Periode ist die Periode der Restitution. Die zweite Periode, das war nicht ganz, Periode. Wir sagen, die Zeit läuft jetzt von größer Tm, also der maximalen Zusammendrückung, bis zur Ablösung der Masse von der Unterlage. Und die nennen wir einfach T1, die Zeit, das Ende des Stoßvorganges. Ja, während der zweiten Periode wirkt natürlich genauso, dass die Kraft in die Z-Richtung, sodass die Beschleunigung wieder heißt m. Der Z2-Punkt ist gleich F. Die Integration über der Zeit, das erste Integral über der Zeit ist ja, liefert ja den Impulssatz, sagt nun, die Änderung des Impulses zu Ende der ersten Periode, zu Ende der zweiten Periode, das ist Z-Punkt T1 minus am Anfang Z Punkt Tm, das Integral f dt über diese Zeit von Tm bis T1 und das nennen wir das Integral S2. Also wenn wir hier einsetzen, dann wieder die Werte Z-Punkt T1, das ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß in der Richtung normal zur Ebene. Z-Punkt T1 wäre ja dann das V1 mal Cosinus Beta. Das Z-Punkt Tm, das wissen wir, das war ja 0 gesetzt, Ende der Stoßperiode. Also steht hier m mal v1 Cosinus Beta minus 0, das heißt, ist gleich S2. Und nun brauchen wir noch, Sie sehen, wir haben hier jetzt zwei Gleichungen. S1 ist mv0 Cosinus Alpha, das kennen wir also. Und hier haben wir eine Gleichung mit zwei Unbekannten, nämlich noch mit drei Unbekannten sogar, v1, Beta und S2. Wir haben also hier sowohl die Geschwindigkeit ist unbekannt, als auch der Richtungswinkel. Für den Stoß nun in der Z-Richtung gilt die sogenannte Stoßhypothese. Die Stoßhypothese
die nun besagt, dass das S2 gleich ist Epsilon mal S1. Also ein Bruchteil des Stoßantriebs aus der ersten Stoßperiode. Aber es sind noch immer zu wenig Gleichungen. Wir müssen uns jetzt anschauen, die Bewegung in der X-Richtung. Also die erste war die Bewegung in Z-Richtung, nun die Bewegung in X-Richtung. Bewegung in X-Richtung. In X-Richtung gibt es ja keine Kraft. Fx ist also 0, keine Kraft. Wirkt auf die Masse in der X-Richtung. Daher ist die Bewegungsgleichung lautet mx2 Punkt ist 0, also muss x Punkt gleich konstant sein. Nun, x Punkt muss gleich sein, konstant. Wie groß war die Geschwindigkeit am Anfang? Am Anfang war die Geschwindigkeit v in der x-Richtung, v0 Sinus Beta. V0 Sinus Alpha. Also anfangs V0 Sinus Alpha. Und so muss sie auch sein nachher. Das heißt V1 mal Sinus Beta. Das ist die Gleichung, die aus der Bewegungsgleichung in der X-Richtung folgt. Und nun könnten wir ja in die Gleichung hier oben noch einsetzen, das S2 als Epsilon S1. Also, wir haben dann M V1 Cosinus Beta ist gleich Epsilon S1 und S1 ist M V0 Cosinus Alpha. Wenn wir da das m kürzen, dann ist das die Gleichung, die wir benötigen. Das ist die Gleichung zwischen V1 und Beta. Die Gleichung Nummer 1, sagen wir. Die Gleichung Nummer 2 ist die hier zwischen V1 und Beta. Also, wenn wir aus diesen beiden Gleichungen können wir V1 und Beta ausrechnen. Wenn wir dividieren, zum Beispiel die Gleichung 2 dividiert durch 1 aufstellen, dann 2 durch 1, also Gleichung 2, ein bisschen schöner geschrieben, Gleichung 2 dividiert durch 1, dann folgt V1 Sinus Beta durch V1 Cosinus Beta, das M habe ich gekürzt, ist gleich V0 Sinus Alpha durch Epsilon V0 Cosinus Alpha. Also, Sie sehen, die Geschwindigkeiten fallen raus. Ergebnis heißt, Tangens Beta, der Ausfallwinkel, ist gleich 1 durch Epsilon mal Tangens Alpha. Das ist das Ergebnis. Und die Geschwindigkeiten? Die Geschwindigkeiten erhalte ich, indem ich die beiden Gleichungen quadriere und addiere. Weil ja V1 Sinus Quadrat Beta plus V1 Cosinus Quadrat Beta, das ist ja Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1, also ich sage 1 Quadrat plus 2 Quadrat, also Gleichung 2 zum Quadrat plus Gleichung 1 zum Quadrat. Dann steht hier V1 Quadrat
mal Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Na, Sinus Quadrat Beta natürlich. Sinus Quadrat Beta plus Cosinus Quadrat Beta ist gleich Eps V0 Quadrat, Epsilon Quadrat. Warten Sie mal, wir schreiben zuerst das V0 Quadrat mal Gamma. Sinus Quadrat Alpha plus Epsilon Quadrat Cosinus Quadrat Alpha. Und das gibt nun folgendes Ergebnis. V1 ist gleich V0 mal Wurzel aus. Das ist Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist 1. Sinus Quadrat Alpha plus Epsilon Quadrat Cosinus Quadrat Alpha. Das ist die zweite Lösung. Also die Lösung für V1, nicht? Damit sind V1 und Beta, also die Abprallgeschwindigkeit und der Winkel bekannt. Und im Sonderfall, wenn ich sage Epsilon gleich 1, vollkommen elastisch, Epsilon gleich 1, sehen Sie, dann steht es hinten Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat, das ist wieder 1, also V1 ist gleich V0 und Alpha ist gleich Beta oder Beta ist gleich Alpha. Und das bedeutet Ausfallswinkel gleich Einfallswinkel. Ausfallwinkel ist gleich Einfallwinkel. Das wäre also der Sonderfall des vollkommen elastischen Stoßes, bei dem also die Geschwindigkeit nicht verändert wird, weil in der Restitution die gesamte Deformationsenergie wieder gewonnen wird.